Paul. Bleibt einfach in der Lunke hängen. Muss patzen. 69, 44, 69. Da steckt Kraft in diesem Chevy V8. Der David sucht sich wieder die Golden mit dem. Kann er jetzt über den Strich als Grad hier wegkommen? Kommt er drüber hinweg, dann soll er es auch schaffen. Er soll die Pole bekommen, aber er muss. Knapp darunter bleiben mit 75, 27. Sanft fährt er an und lässt seine Drehschauer. Sascha weicht nach rechts aus, Hand auf der Grippe halt und macht eine Vollpulle. Bruder Jensi, was machst du? Da hat sie doch einer von diesen Zwölfen in der Wüste. Grün kann er ganz gut. Auch der Jens geht nach rechts außen. Hat sie das alles überlegt, kann er sogar schaffen, die Pulse zu holen. Voll. Jawohl, super. Da hatte doch ein Kolben mehr gesoffen, wie er sollte. Großes Rätselraten, was kann es sein? Totalschaden. Der Pokal ist dir sicher, Christian. Alles Gute. Wieder rechts außen, kann er sich dort wieder Begriff bekommen. Wieder erneut ins Ziel, er tut alles dafür, eine Maschine, die wenn dann am Ende in der 80-Meter-Marke die grüne Flagge gezeigt wird. Und das tut sie. Jens Böttcher. Er kann sich nicht mehr fassen, muss bei 71, 87 hier aufgeben. Platz 1 an Sascha Meyer, Platz 2 an Jens Böttcher und der dritte Platz geht an Christian Post. Oliver. Basti Krumm auf Deutsch, 75, 05, 75 PS. Ganz normaler Saugmotor, nur der Auspuff wurde verändert. Die Bereifung natürlich größer gewählt, um hier die Kraft auf die Bahn zu bringen. Und geht der Basti in die Full-Pull-Marke. Er schafft das wirklich. Und dann bleibt er bei 78,90 stehen. Der Oliver ladet mit der Drehzahl den Druck auf. Und da sehen Sie, was für eine Kraft hinter diesen Sechszylinder Deutschmotor hängt. Das kann ich Ihnen sagen. Voll Puls für Oliver. Das ist ein super Start.
Der Stefan fährt hier förmlich mit Halbgas, als wenn er überhaupt nichts an seinem Haken hat. Und ich kann Ihnen das sagen, das wird ein Voll! Ford-Motor aufgeladen, V8. Nur ein Pfeifen und Zischen ist zu hören. Denn der Sven hat ihm ja einen Turbolader gegeben mit Ladeluftkühlung. Und da hat der Sven doch was verbaut, was hier Trick 17 sein könnte. ...69,82, der Musterschimpf. Kraftvoll, eh denn je, dieser V6. Das könnte sogar noch mal ein zweites Mal zwischen den Beinen zum Stechen geben. Ein zweites Mal, meine Damen und Herren, wenn der Oliver jetzt die Full Pull zieht, könnte es sein, dass sie sich zweimal hauen und stecken. Und das tut er! Full Pull! Full Pull! Ja, da ist doch etwas mehr dran, ne? Und der Stefan nimmt den richtigen Weg. Es sei mir gönnt. Pull, pull! Damit der Ladedruck vorhanden ist. Die Fliehkraftkupplung greift. Der Oliver hat da was am Haken. Gewicht liegt an. Die Haken sind in der Erde. Die Bodenmeißel greifen. Da war die Drehzahl nicht mehr vorhanden. Glatte 52 Meter. Stefan, der immer bis jetzt lässig fast mit Halbgas gefahren ist. Es sieht danach aus, dass er das bringt. Er wird sogar, glaube ich, diesen Zug mit einem Full-Pull bestätigen. Nichts anderes erwarten wir von Otto als den Full-Pull. Full-Pull, und damit hat er natürlich als Lokalmatador sich auf den ersten Platz gesetzt. Platz 2 geht auf Oliver Fiedtke und Platz 3 geht an Basti Krumm. Da fahren wir mal. Da ist er nicht. Das ist hier alles.